Oh Gott, das ist für den Kopf echt nicht gut, ja? So, ja, jetzt habe ich wieder Akku. Gerade ist so der Akku ein bisschen abgebrochen. Und es ist echt krass. Hier sind so viele Leute, die mich erkennen. Und ich denke mir so die ganze Zeit so, hä, was ist hier los? Aber naja, wenn man so seit 8 Jahren, sag ich mal, jedem Oktober hier spielt, dann ist das, glaube ich, kein Wunder, oder? Also, ja. Ich glaube, wenn du jemanden erkennst, ne, der so aussieht, ne, als könnte er das sein, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du sagst, ja, ja, das ist der. Weil ich ja auch sonst immer hier spiele. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in Madrid irgendwie angesprochen wird, dann wäre das natürlich eher was nicht so. Weißt du? Naja. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt erstmal kurz zu den Schließfächern und ich weiß gar nicht, was wir alles hier drehen sollen, weil es einfach so, ja, du kommst nirgendwo drauf. Und deswegen, ja, müssen wir einfach schauen. Ja? Also bleibt auf jeden Fall dran, wir kriegen irgendwie bestimmt was hin. So, hier haben wir natürlich auch den Oscar und so, ne, den kennt man ja, aber wir haben jetzt auch einen Gutschein. Und wir versuchen jetzt mit dem Gutschein es noch 2 Euro günstiger zu kriegen, dann sind es 4 Euro. Was denn? 8,90 Euro? Was? Ich hab 8,90 Euro. Nein, du hast gerade irgendwas gesagt mit 8,90 Euro. Nee, das sind noch 2 Euro günstiger, das ist 4 Euro. Ja, hoffen wir mal. Sag ich ja. So, Darlene hat natürlich 2 Euro günstiger, das ist ein Schnäppchen. Ja. Schnäppchen, ja. Oh, guck mal, die Tassen. Ich finde eigentlich, die Tassen sind echt cool. Oh ja, die finde ich. Diese Meer von Tassen. Die finde ich mega geil. Ja. Ich dachte eher sowas. Da muss ich irgendwie direkt an Sportner denken. Wir sind jetzt auch wieder unterwegs. Und wenn ihr jetzt im Hintergrund guckt, ja, da sind Dali nicht so auffällig. Ich bin Spätzünder. Ja, da sind die beiden. Naja, aber vielleicht verfolgen sie uns auch nicht. Ich meine, ihr seht es, wir nicht. Und naja, wir gehen jetzt mal zum Zirkus. Wie heißt das eigentlich? Wie heißt eigentlich unser Zirkus? Unser Zirkus? Ja. Zirkus of Freaks, genau. Ja, genau. Ja, und der ist normalerweise mal hier. Ja, sieht jetzt mal so mal nicht so cool aus, ne? Sonst stehen hier immer die ganzen Gerüste. Ja, und da war ich. Also ja, ja. Ich bin gerade selber ein bisschen verwirrt, dass das eigentlich so... Hier ist der so Gebetsraum drin. Ah, das ist so. Und hier ist eine Toilette. Hier ist übrigens, wenn ihr mal im Moviepark seid, die sauberste Toilette, weil die hier keiner nutzt. Ist wirklich so. Krass. Jetzt gucken wir mal hier auf die Dings. Ah, wir dürfen nicht fotografieren. Aha. Aber ich darf rein, ne? Warum solltest du nicht rein? Nee, hier die Mitnahme von spitzigen Gegenständen. Ja, danke. Also, nee. Du bleibst dann hier draußen, ja? Ich bin gleich wieder da. Nein! So, wir versuchen jetzt einfach unser Glück. Entweder klappt's oder es klappt nicht. Hier wird's ein bisschen hallig, da muss man ein bisschen lauter reden. Und die Darlene sucht irgendwas. Ja, mein Telefon. Ah. Mein schnurloses Telefon. Warte mal. Dein schnurloses Telefon. Ich hab's. So, jetzt wird es dunkel, jetzt seht ihr mich bestimmt gar nicht mehr. Ja. Es ist dunkel. Früher war das hier viel, viel cooler, weil hier war früher das Looney Tunes Adventure, meine ich, hieß so. Und da war das hier, ist jetzt so ein Eisblock, da war das hier eine Rakete. Und dann ist man als Besucher hier rein. Und wenn man jetzt auch noch hüpft, ne, dann vibriert das noch, weil das eigentlich noch so einen Rüttelboden drin hat. Und ja, das ist eigentlich ganz cool daran. Naja, so, wir gehen auf jeden Fall jetzt mal rein und gucken, ob wir reinkommen. Aber es sieht so gerade aus, dass wir komplett alleine drin sind. Hallo. Hallo. Ladies first. Ja, danke. So. Ja. Wir sitzen drinnen, es wurde nichts gesagt, ob wir es wegpacken müssen. Okay, ja, wir packen es jetzt weg. Ja. Wir sollen es jetzt wegpacken, wir packen es weg. So. So, wir sind wieder da. Wir machen es jetzt ganz heimlich. Laufen lassen jetzt? Ja klar, die ganze Zeit. So, jetzt geht es aufwärts. Wer denkt, es würde jetzt einfach nur runtergehen, der liegt falsch, nämlich die ganze Brücke geht mit hoch. Und jetzt geht's nach ab, nach vorne. Wow, ruckel, ruckel.
wir sind wieder raus. Wir haben es geschafft. Wir konnten ein bisschen filmen. Aber ja, schon mit gewissen Umständen. Also es war ein bisschen doof, aber ich kann es halt nicht ändern. Ja. Geht halt leider nicht anders. Ja, so. Was könnten wir jetzt noch machen? So, wir gehen jetzt hier mal schön auf die Holzachterbahn und ich weiß nicht, ob wir schaffen zu filmen, aber wir versuchen es, wir versuchen es. Daumen drücken, na klar. So, wir sind jetzt hier. Oh mein Gott! Ja, wir haben es einfach jetzt mal mitgenommen. Ganz heimlich, ja? Ganz heimlich habe ich mir jetzt einfach mal mitgenommen. Ja? Er hat es nicht gesehen, er hat es nicht gesehen. Aber pass auf, dass ich es nicht gesehen habe. Ja, ich habe Angst. Ich hab jetzt schon wieder Kopfschmerzen. So, ja, einmal ein bisschen durchgeschüttelt. Das haben wir auch nicht so. Ja, man schlägt echt übelst oft so gegen den Sitz hier hinten und es rüttelt echt mega und oben dachte ich, wir heben ab. Oben, weißt du, wo das so ganz krass gerüttelt hat? So, und jetzt so ganz langsam, niederschwellig, kommen jetzt die Kopfschmerzen. Boah. Also ganz niederschwellig. Das kannst du dir nur einmal geben. Ja, auf jeden Fall. So, das war unser Tag hier im Moviepark. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es, sag ich mal, nicht so viel Content war heute. Ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen da oder lasst ihn einfach weg. Die Kombis alle nach unten, ja, und teilen, teilen, teilen. Ich würde sagen, bis dahin, euer Quitsch und bis dahin. Tschüss. Tschüss.